auf der einen Seite der Asymmetrie, also wie in der Natur insgesamt eine zu vertilgende, umzuwandelnde Materie, die nichts wird erretten können vor dem Verschlungenwerden und umgewandelt werden und ihrer Funktion der Huldigungen, der Gabenanlieferungen, der Ehrfurchtserweisungen, Bezeugungen, Handreichungen, Dienstfertigkeiten, wenn sie sich dem Ereignishorizont nähern wollen. Und auf der anderen Seite sind diese Wesen, die diesen unsterblichen etwas zu nichts Umwandlungsrotationsgenerator der Unsterblichkeiten, dieses Auslöschungstor der Dike und der Nanke mit sich herumzutragen, die Aufgabe haben und die nicht errettet werden müssten, weil sie von Anfang an schon, wie es in Faust heißt, sie ist gerettet. Die Errettung besteht in der Funktion selbst dieser metonymen, nie sterblichen, nie unterzukriegenden, nie zerstörbaren Neutransformations-Aberwitzigkeitsfunktion, in dem zwar die eigene Trägermatrix mitverwurstet und transformiert und neu zusammengescrabbelt wird, aber das Fortsetzungsprinzip, die Neuabsprießung, die Neuerquickung, die Neuauffrischung, die Neuregeneration vor dem endgültigen eigenen sich dahingeben und in seinen vielfältigen vorherigen Einübungsformen heißt, dass da nichts errettet werden muss, was nicht von vornherein im Prinzip schon als errettet sein angelegt ist. Denn es bleibt ja in seinem ewigen Auslöschungsprinzip ewig bestehen. Kali, Artemis, all diese Göttinnen des Werdens, Entstehens und Vernichtens sind als Schwarzloch-Ringkern durch Tunnelungsgeneratoren jenseits von Errettungsnotwendigkeit und jenseits des Begreifens von Werden und Verstehen in ihrer nie stillstehen könnenden heraklitischen Asymmetrie, die ihre eigene Erlösung dieses Umwandlungsprozesses erst dann finden wird können, wenn alle Bodhisattvas, alle anderen Bodhisattvas, wenn alle Schwarzlöcher, alle Nichts-Rotationsmaschinen, alle anderen wieder wechselseitig verschlungen haben werden. Und vorher bedarf das nur Futter und nicht gegenseitigem Beistandstum oder ähnliches. Kleinkindliches, dyadisches, embryonales Wunschdenken.